Hallo Tierfreunde! Heute wollte ich etwas machen, was ihr als Kind wirklich geliebt habt, auch wenn jetzt gerade nicht die Zeit dafür ist. Denn eigentlich kenne ich es so, dass es meistens so zu Braten oder so ähnlich dann böhmische Knödel dazu gab. Denn gerade werden ja wahrscheinlich nicht so viele Braten gegessen, aber ich hatte letztens total Bock darauf, das mal wieder zu machen. Also habe ich gedacht, ja, kann ich auch gleich mal ein Video dazu machen. Ich habe zwar jetzt keinen Braten dazu, allerdings habe ich vorhin meine vegane Bratensoße dazu gemacht. Und ich denke mal, das wird super lecker. Ja, das Rezept ist super einfach. Außerdem ist es auch eine gute Möglichkeit, um altes Brot oder alte Brötchen loszuwerden. Okay, los geht's. So, zuallererst habe ich hier 260 bis 280 Gramm Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl Typ 1050. Ihr könnt allerdings auch feineres Mehl nehmen. Ihr könnt auch Vollkornmehl nehmen. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Das habe ich allerdings nicht getestet. Dann kommt dazu ein Teelöffel Backpulver, ein Esslöffel Lupinenmehl, ein Teelöffel Salz, ein bisschen frisch geriebene Muskatnuss, könnt ihr allerdings auch fertig geriebene nehmen. Eine kleine Messerspitze reicht. Dann braucht ihr 180 ml Reismilch oder Hafermilch oder auch Sojamilch. Ich wollte das jetzt heute mal ohne Soja lassen. Und ich denke, ihr könnt auch Wasser nehmen, habe ich aber auch nicht ausprobiert. So, das könnt ihr dann erstmal zu einem schönen Teig kneten. Der Teigkloß sollte nachher auf jeden Fall nicht mehr stark kleben. Und ihr könnt auch nochmal Mehl nachmachen, deswegen habe ich auch gesagt 260 bis 280 Gramm Mehl. Weil die verschiedenen Milchsorten, also Reismilch, Hafermilch und so weiter, die wirken sich auch unterschiedlich auf den Teig aus. Deswegen müsst ihr da das Mehl immer so ein kleines bisschen anpassen. Dann habe ich hier etwas Brot, ungefähr 100 Gramm. Ist schon ein bisschen älter und ein bisschen härter. Das könnt ihr jetzt ganz einfach in grobe Würfel schneiden. Ich habe jetzt hier übrigens absichtlich etwas dunkleres Brot genommen, denn eigentlich im Originalrezept für böhmische Knödel werden helle Brötchen verwendet. Aber ich kenne das von zu Hause auch mit Brot. Das hat meine Mutter damals gemacht, weil sie es einfach besser fand, wenn man die Brotstückchen in dem Kloß noch richtig gut erkannt hat. Und irgendwie, ja, gefällt mir das auch so am besten. So, also solche Würfel könnt ihr schneiden. Ihr könnt auch kleinere machen. Exakte Größe ist in diesem Fall eigentlich nicht so wichtig. So, das Brot könnt ihr jetzt ganz einfach zu eurem Teig dazugeben und es richtig schön in den Teig hineinkneten. Ich habe jetzt auch noch mal eine ganz kleine Menge Mehl nachgemacht, weil der Teig wieder ein bisschen geklebt hat. Und ihr könnt das Ganze ruhig so ein bisschen durchkneten, damit sich die Stückchen auch richtig schön mit dem Teig verbinden und nicht sozusagen gleich wieder herausfallen. So, jetzt könnt ihr euch im Grunde entscheiden. Ihr könnt jetzt zum Beispiel mehrere kleine Klöße machen und rundformen. Meistens mache ich es so, ich habe lieber etwas größere Scheiben, deswegen rolle ich aus dem ganzen Teig eine Rolle. Und ihr könnt den Teig zum Beispiel auch halbieren, könnt da zwei Rollen draus machen. Das wirkt sich natürlich nachher auch auf die Kochzeit aus, je nachdem wie groß oder wie klein ihr die Knödel macht. Dann braucht ihr einen Topf mit kochendem Wasser. Ihr könnt ungefähr einen Teelöffel Salz hineingeben. Dort geht ihr jetzt ganz einfach vorsichtig euren Kloß hinein. Und sobald er drin ist, könnt ihr die Hitze auf die Hälfte reduzieren. Und das Ganze mit leicht angekipptem Deckel für ca. 30 Minuten köcheln lassen. So, das war jetzt eine halbe Stunde und der sollte jetzt eigentlich auch fertig sein. Und wie ihr seht, der ist so richtig schön aufgegangen. Übrigens zwischendurch, wenn ihr den jetzt eine halbe Stunde köcheln lasst, solltet ihr auf jeden Fall den ab und zu wenden. Also ab und zu heißt vielleicht so zweimal oder so. Also einfach so in der Schaumkelle einmal umdrehen, damit das auch schön gleichmäßig garen kann. So, ich nehme den jetzt mal raus. So, und mal anschneiden. Ja, sieht wunderbar aus und wie ihr sehen könnt, die Brotstückchen hier sind richtig schön zu sehen, was halt bei weißen Brötchen nicht so doll der Fall wäre. Klappt aber genauso und schmeckt auch genauso gut. Ja, und fertig sind eure böhmischen Knödel. So, mal kosten. Mit ein bisschen Soße. Das erinnert mich so an früher,
Oh, ich finde es so super lecker. Und bei uns war das jetzt mal ein Highlight, wenn es die gab. Also die gab es wirklich relativ selten. Und ich weiß noch, meine Schwester und ich haben uns immer um die letzten Stückchen gestritten. Und wenn doch ein bisschen was übrig bleiben sollte, dann könnt ihr auch die kalten Knödelscheiben ganz einfach in ein bisschen Öl braten. Das ist auch nochmal super lecker. Ja, das wollte ich euch das mal gezeigt haben. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt, was ich mal veganisieren soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!